Hey Horrorfreaks und herzlich willkommen zu dem Spiel A Quiet Place, The Road Ahead. Ich bin ziemlich gehypt auf das Spiel, denn ich habe nur Gutes gehört. Ich habe durch meine E-Mails geguckt, genau am Halloween-Abend, und habe dieses Spiel entdeckt. Und ich bin ehrlich, ich wusste gar nicht, dass es ein Spiel davon gibt. Erstmal hoffe ich natürlich, dass das Halloween Horror Special euch gefallen hat und dass ihr ein wunderschönes Halloween hattet. Und jetzt kommen wir weiter zum Spiel. Denn dieses Spiel ist eigentlich genauso wie der Film A Quiet Place. Ihr müsst die Fresse halten. Ich glaube, so haben wir die besten Chancen zu überleben. So, neues Spiel auswählen. Helligkeit ist, glaube ich, so ganz okay. Schwierigkeitsgrad lassen wir, glaube ich, auf normal, weil das ist halt Standard. Und dann springen wir ins Spiel. Aber ich glaube, ich muss leise sein. Scheiße. Alex, look. You see that? That's a leucistic white-tailed deer. Louis, what now? Leucistic means they have patches of white fur. I thought that was called getting old. Okay, this is a huge deer. Incredibly rare. Oh, I'd love some rare venison. Did you hear that? Hear what? Wait here. Oh nein. I'm gonna check it out. Martin, hold on. So gut wie tot. Martin! Okay, wir sind im Spiel. Och. Boah, das ist aber stark. Och. Ja, Marsch. Also die Maussensibilität ist wirklich. Puh. Zähl zum Crouchen. Das ist Standard. Okay, noch können wir sprechen. Finde ich ganz gut. Wie schnell ist denn der so weit gekommen? Der kann auch nur tot sein. Aber das sieht, ganz kurz, wir müssen das... Boah, das sieht grafisch unnormal hübsch aus. Hab ich gerade hübsch gesagt? Ich wollte eigentlich sagen cool. Richtig nice. Sprinten können wir jetzt nicht. Es fällt aber auch besser so, damit wir nicht so laut sind. Oh, das erinnert mich an... Uncharted. Da gab es auch mal diese Markierungen. Okay, wo ist unser Freund? Mann? Was auch immer? Oh Gott, das könnte Geräusche machen. Ah, pass auf, wo du hintrittst. Genau. Ich wusste es. Okay, wie kann ich das umgehen? Okay, das war ja relativ leise. Mein Gott, geht doch. Langsames Bewegen. Oh Gott. Oh, da gibt es sehr viel, worauf wir, glaube ich, in diesem Spiel achten müssen. Okay. Wie gehen wir denn hier lang? Ah. Okay, got it. Mit dem Mauszeiger können wir... Okay. Können wir unsere Geschwindigkeit anpassen. Einmal zurück und wir sind ganz langsam. Und einmal vor, wir sind ganz schnell. Okay. Ich glaube, es ist besser, wenn wir es ungefähr so laufen. Erstmal. Ich fand ja den Film A Quiet Place unnormal stark. Also für mich war das, als der rausgekommen ist... Ist ja schon ein bisschen her. Ich hätte schon gesagt, auf jeden Fall Horrorfilm des Jahres. Der war wirklich sehr stark. Und das war das Schlimmste in diesem Film, dass es halt einfach total ruhig war. Du hast nichts gehört. Und wenn ein Jumpscare kam, hast du dich natürlich komplett eingeschissen. Da geht's, glaube ich, nirgendwo lang, ne? Obwohl, da ist ein Haus. Aber nee, da kommen wir gar nicht durch. Okay, müssen wir hier lang. Und
dass es jetzt ein Spiel davon gibt, ist sau, sau stark. Ich bin richtig gespannt. Oh nein. Ach, ich habe ein ganz ungutes Gefühl. Das ist nicht gut. Kann ich... Oh, das war laut. Ist das ein Gewehr? Nee, ohne Angel. Das ist kein Gewehr. Ich habe noch Essen oder was auch immer das ist. Also, hier hat wahrscheinlich vor kurzem noch einer gewohnt. Scheiße. Wahrscheinlich ist hier unterm Haus ein Versteck. Das sind Blätter. Okay. Dann gehen wir da lang, wo wir normalerweise lang gehen sollten. Oder müssen. Hier kommen wir nicht lang. Langsam öffnen. Nein, 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 nein. Okay. Hier gehen wir dann wahrscheinlich runter in so eine Art Versteck, wo man safe ist, sage ich jetzt mal. Digga. Fucking child. Oh, come on, come on. That was funny. If you're five. Oh, just a minute. I got you pretty good. No, no, you didn't. I didn't know where you were. I didn't know if you were hurt or. Alex. And I can't lose another. What's wrong? Alex, what's wrong? Nervenzusammenbruch oder was? Jesus. Shit. Hey, what do you need? Huh? Alex, come on. Please. Tell me how to help, okay? Martin? Mom? What is it? I don't know. She just... Alex, it's me. It's Laura. Can you look at me, dear? Okay, that's it. Just look at me. And breathe. Panikattacke wahrscheinlich. Aber krass. Das ist genau das, was halt in dem Film genauso ist. Es ist die ganze Zeit ruhig. Und dann kommt so ein Jumpscare. Das haben wir im Film perfekt hinbekommen. Und jetzt gerade hier in dieser Szene auch. Tag 105. Alex, you made it. Thank Christ for the rain. This place is huge. Should we split up? Could be dangerous. No. All more reason to search this place as fast as possible. But we need food, Alex. Ist das so eine Art Rückblende? Without it, the hospital won't make it. For a radio. Why? Something I'm building. Could help all of us.
wahrscheinlich unser Mann oder Freund gewesen. Vielleicht ist das jetzt so eine Art Rückblende, weil wir gerade, oder sie gerade gesagt hat, sie kann nicht noch jemanden verlieren und vielleicht verlieren wir ihn gleich in dieser Szene, wer weiß. Er geht da lang, wir gehen da lang. So wie es aussieht. Okay, hier kommen wir nicht rein. Tagebucheintrag. Wir müssen einen anderen Weg reinfinden. Ja, vielleicht hier. Was steht da? If you see N. Ill Dead. Okay, das sind wohl von den Vorbesitzern, sage ich jetzt. Oder was Vorbesitzer? Remember Hide and Seek. Oh, scheiße. Wahrscheinlich von den Leuten, die hier vorher gewohnt haben, so Nachrichten, damit sie sich irgendwie verständigen können. Das ist wahrscheinlich so ein Spielflugzeug. Kann ich hier nicht reingehen? Okay, gehen wir erstmal da lang. Scheint auf jeden Fall sehr groß zu sein. Tagebuch. Okay, das haben wir ja gerade schon geöffnet. Scheint auf jeden Fall sehr riesig hier zu sein. Langsamer. Hinweise. F. Meine Liebe. Open? Ach, alias Lydia. Eigentlich wird es Sarah geschrieben, aber das auch, das macht nichts. Und dürfen Lehrer sein, Miss überhaupt? Okay. Das war, denke ich mal ein Hotel. So wie es ausschaut. Schlüssel benötigt. Okay, dafür brauchen wir Werkzeug.
Scheiße. Seht ihr, das ist genau das, was ich meine. Es ist die ganze Zeit so ruhig und dann... Ich glaube, wir werden uns das ein oder andere Mal hier nochmal so richtig einscheißen. Zimmer. Genau, wir standen vorhin hier. Oh! Was ist das? Schraubenzieher. Das ist sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Wir ja nicht außen rum, das ist eigentlich ganz schlau. Genau, das war da vorne. Eine Taschenlampe wäre auch nicht schlecht. Aber haben wir leider nicht. Oh Gott, bitte. Ich will mich nicht erschrecken oder so. Rezeption wahrscheinlich oder sowas. Oder ein Büro, dann müsste es hier auf jeden Fall auch Schlüssel geben. Ah, nicht, waren wir vorhin? Oh, sind wirklich auf der Seite, wo dieses, Das ist schlau, dass wir das alles so einzeln machen müssen. Wahrscheinlich ist hier irgendwo dieses Ding, was wir vorhin gesehen haben, dieses Spielzeug, Flugzeug oder so. Was ist das? Dieser verdammte Junge hat sich wieder in mein Büro geschlichen. Ich schwöre bei Gott, er muss durch den Lüftungsschacht im Obergeschoss ins Büro gekommen sein. Und bevor du fragst, ja, ich bin sicher, dass ich die Tür abgeschlossen habe. Kannst du jetzt endlich nachsehen, Glenn? Okay. Und hier waren wir ja vorhin auch schon. Deswegen. Gehen wir einmal hier hin. Hier scheinen wir sogar richtig zu sein. Eventuell. Ist das Funkgerät oder was? Genau, werde jetzt welche angerufen, genau jetzt. Magen-Darm. Nicht so nice. Magen-Darm ist aber voll eklig. Also, Real Talk. Oh.
Zimmer 4. Okay, das ist sehr nice. In Zimmer 4 finden. Ich finde so Magen-Darm, also Retalk, ist wirklich so mit Abstand das ekligste, was es überhaupt gibt. Ich finde es richtig schlimm. Let Dad get the medicine. Scheiße. Na gut, wir müssen eh nach oben. Zu Zimmer 4. Das ist 5. Müsste 4 hier sein. Auf der Seite. Ja. Nein. Oh shit. Was ist denn hier passiert? Oh gosh. Das ist nicht gut. Hey Sarah. Mit ohne Hai. Ach, mit ohne Haar. Gott sei Dank bin ich so froh, dass dir der Brief gefallen hat. Und das Buch hört sich toll an. Meine Eltern haben mir zu Weihnachten eine Tasse mit dem Gesicht meiner Katze Mr. Twinkles geschenkt. Sie fanden es witzig. Ich und Mr. Twinkles waren nicht amüsiert. Oh, und ich weiß, dass du wahrscheinlich einen Scherz gemacht hast, aber ich habe diese Blumen für dich gepflückt. Ich hoffe, sie wird nicht zu sehr zerdrückt, wenn ich sie unter deine Tür lege. Die Rezeption sagte, es sei eine... Was für ein Ding? Kardinal, so wie... Also, ich hoffe, sie gefällt dir. Gezeichnet, dein Morpin. Lol, nur ein Witz. Okay, was auch immer. Okay, ist wohl nichts, was wir gebrauchen können. Blut, okay. Hier geht's runter. Was haben wir hier? Lydia. Geht es dir gut? Meine Mom flippt aus und sagt, dass etwas von Himmel gefallen sei. Pass auf dich auf, Sarah PS. Lass uns das Blumenpflücken auf ein anderes Mal verschieben. Okay. Wir können da runtergehen. Okay, das können wir nicht öffnen, das ist... Okay. Na gut. Dann müssen wir wahrscheinlich da runtergehen. Aber es sei was vom Himmel gefallen? Oh, das Krankenzimmer. Oh. Und ein Asthma-Spray? Haben wir keinen Magen-Darm, sondern sind einfach nur schwanger? Okay, wir machen einen Test. Und er ist... Shit. Ups. Wir sind Prego. Okay. Okay, Martin finden. Okay. Und das würde ich sagen, mein Lieben, machen wir in der nächsten Folge. Wir konnten jetzt schon mal so ein bisschen schnüffeln, wie dieses Spiel aufgebaut ist, und ich bin jetzt schon wirklich unnormal begeistert.
denn es ist halt wie im Film. Ne? Und ich glaube, denn dieses Spiel geht ein paar Stunden, wir werden Spaß haben. Das Spiel geht so zwischen 6 und 8 Stunden, deswegen, das ist komplett genug. Das ist sehr nice. In dem Sinne, meine Lieben, wünsche ich euch einen wunderschönen Abendtag. Keine Ahnung, wann ihr dieses Video schaut. Und bis demnächst hier bei Demented Horror.